Der Jugendgemeinderat ist die offizielle Vertretung der Jugendlichen in der Stadt Weingarten. Der Jugendgemeinderat setzt sich zusammen aus Jugendlichen aller weiterführenden Schulen in Weingarten. Also wir sind praktisch so das Bindeglied zwischen Gemeinderat und Jugendlichen, weil klar, wenn Jugendliche jetzt irgendwelche Anliegen haben, die sie in der Stadt einbringen möchten, das ist ja, sag ich jetzt mal, als 14- oder 15-Jähriger schwer, jetzt zu einem Gemeinderatmitglied zu gehen und da sagen, ja, ich hätte gern das oder das stört mich noch in der Stadt. Und das ist natürlich leichter, einfach zu einem aus der Stufe zu gehen, zu dem man weiß, dass der im Jugendgemeinderat ist und der kann das dann eben im Gemeinderat einbringen. Dann können wir darüber diskutieren und das dann, je nachdem, wenn wir da zustimmen, das im Gemeinderat einbringen und dann kann der schlussendlich noch darüber entscheiden. So eine Berücksichtigung der Belange der Jugendlichen wäre ohne so ein Sprachrohr Jugendgemeinderat wahrscheinlich in der Form nicht möglich. Vor 40 Jahren war Weingarten die erste Kommune, die so einen Jugendgemeinderat eingeführt hat. Und am Anfang war dann eine gewisse Skepsis, weil man auch nicht so genau gewusst hat, Jugendgemeinderat, was ist das und wie läuft's. Aber Sie haben ja heute gesehen, die Jugendlichen kommen wirklich mit konkreten, guten Vorschlägen, die jetzt nicht irgendwelche Luftnummern sind, sondern die auch im Gemeinderat, deswegen sind auch Vertreter vom Gemeinderat da, Gehör finden und die auch durchaus für die Stadt interessant sind und die Stadt auch ein Stück weit weiterbringen. Es ist wichtig, sich hier zu engagieren und allgemein sich zu engagieren, egal wo, um eben der Gesellschaft ein Stück weit das wieder zurückzugeben, was sie für einen auch täglich leistet. Ich finde es halt einfach so leicht, Sachen hier in der Stadt zu verändern oder halt auch neue Ideen mit einzubringen und man lernt neue Leute kennen und deshalb finde ich es einfach für Jugendliche eine tolle Möglichkeit, da mal reinzuschnuppern in die Politik, auch ein bisschen näher zu kommen mit der Politik und einfach so ein bisschen der Jugend Macht zu geben in der Stadt.